Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Ja, beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Und ja, ich weiß, ich habe selber gemerkt, ich habe hier ein Symbol, Schatzkarten. Ich hätte es mir so viel einfach machen können quasi. Und hätte hier dann einfach nur F drücken müssen und hätte dann dementsprechend die Schatzkartenauswahl gehabt. In dem Fall ist aber auch nur noch jetzt eine übrig und das ist halt die, wo wir vorhin herkamen, ne? Also die Küste. Glaube ich, meine ich. Ja, was soll ich noch sagen? Lange die kurze Sinn. Wir machen uns heute an die Mission. Vorher will ich aber diesen Kollegen in Anführungszeichen da oben noch mithelfen. Hey, ich bin nicht mal Seemann. Du bist doch Miss Sugar. Got a shot here. So, und das war ein Reflexschuss. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Dafür nicht. So. Natürlich nehmen wir noch die ein oder andere Sache mit, sofern sie auf dem Weg liegt. Aber natürlich nicht alles. So. Da markiere ich mir... Hey. Das da. Diese zwei Sachen hole ich mir dann, weil das auf dem Weg dahin liegt. Okay? Danke. So. Oh, ein Waffenladen könnte mir was bringen, aber nee, erstmal noch nicht. Ich werde erstmal in der Story zu dem Punkt kommen, wo es eigentlich auch ganz nützlich ist, nämlich da, wo man quasi schon den Großteil der Apparaturen und Waffen freigeschaltet hat, die man im Laufe des Spiels kriegen kann. Und ich versuche auch übrigens meine Entscheidungen schneller zu treffen. War auch nur so eine kleine Bitte aus dem Community, weiß nicht mehr wann, aber es war auf jeden Fall eine Bitte und der versuche ich jetzt dann auch nachzugehen, der Bitte. An der Stelle Bitte von meiner Seite und ja, ich hoffe, dass du dich auch dafür bedanken tätest. Der von und zu aus der Community, der mir das auferlegt hat, zu sagen, hey, entscheide dich mal schneller. So. So, jedenfalls steht jetzt eins fest. Wir haben nichts mehr auf dem Weg, oder? Nöp. Also es bietet sich halt nur an, wenn ich jetzt hier oben wäre, dass ich dann das noch mitnehme. Da ist noch ein Aussichtspunkt. Egal, den mache ich dann ein anderes Mal. Duncan, hier drüben! Auf jeden Fall suche ich jetzt mal nach dem, der mich ruft. Wo könnte er bloß sein? Es ist nicht zufälligerweise der leuchtende Mann. Vor allem wie schön das Hub immer weggeht. Der Mann, den sie den Wissen Weisen nennen. Also es kann angehen, dass ich übrigens in der nächsten Aufnahmeunterbrechung Missionen wiederhole. Entschuldigung für die Unterbrechung. Hallo Edward! Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Ah, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Der Händler ist nicht gerade die hellste Leuchte, würde ich mal sagen. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr?
Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie, Sindula. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Hast du es gesehen im Augenwinkel? Vorläuferrasse. So, so. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kamt? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen auf dem Weg. Ich versuche gerade ein paar Assassinen. Doch die Karten und aber die Ampulle, die brachte, es schon richten. Ei, das war der Plan. Ich mag diesen Weg nicht, Torres. Zu ungedeckt. Ihr stimmt was nicht. Bleibt bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Warte, die Templer haben ein Gespür dafür? Assassinen! Da oben! Sie sind auf den Dächern! Hallo, hallo. Sie können überall sein. Ja, danke. Ich will eigentlich keinen Assassinen töten müssen. Schützt den Weisen! Die sterben, weil ich einfach... Hä? Hä? Habe ich was nicht realisiert? Entschuldigung, ich glaube, ich habe gerade echt was nicht realisiert. Okay. Assassinen! Moment, halten wir mal fest. Die sind auf den Dächern! Ich muss jetzt quasi Assassinenleiter auslöschen, tut mir leid. Das tut mir mehr weh als euch. Moment mal, ganz kurz, habe ich irgendeine Nebenaufgabe? Im Kampf die Pistole benutzen, okay. Achtet auf Straßen und Gassen. Sie können überall sein. Nichts machen! Zu Deutsch, warum zur Hölle hat er. Ja. Assassinen! Da oben! Sie sind auf den Dächern! Erwarte keine Gnade! Hallo? So schnell konnte ich nun auch wieder nicht agieren. Ich würde mal einfach eiskalt behaupten, dass hier unten auf dem Boden alles cool ist. So. Achtet auf Straßen. Mann! Sie können überall sein. Ah.
So, kletter schnell hoch. Schütz den Weisen! Läuft Lupi. Echt. Assassinen! Da oben! Sie sind auf den Dächern! Sie versuchen es immer wieder. Achtet auf Straßen und Gassen. Sie können überall sein. Schützt den Weisen! Wollt nur runterkommen, irgendwie schenken. Hallo. Okay, passt. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Ardo de pasión por ti. Y tú ardes de pasión por mí. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Nein! Ich hab verwechselt E und Linksklick gerade, weil ich so schlau bin. Nein, keine Ahnung. Weil ich einfach zu blöd bin dafür. Ah, okay. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Mach langsam! Warte, wie war die Aufgabe? Den Weisen von oben anspringen. Ja, beide. Wie? Ah, okay. Geht also. Gut gemacht, Schoßhund. Schweig! Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erste Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Mission beendet. Und Chacho, 100%. Ja, sehr schön. Ja, hier. Die Sendung bewerten. Kann ich nicht. Okay, schade. Passt schon. Gefallen tut sie mir trotzdem. Oh.
Ich würde sagen, dann hole ich mir mal eben hier den letzten Aussichtspunkt, weil wir gerade auf der Höhe sind. Falls ich es mir nicht einbilde, aber sollte ich mir nicht einbilden, weil es kommt mir doch schon relativ am Ende des Ortes hier vor. Weil die Berge da hinten sehen auch sehr nah aus, deswegen also... Kannst du sagen, was du willst. Da ist auch schon der Turm nämlich da hinten. Moment. Habe ich nicht gesehen auf die Schnelle, was ein Shanty ist. Me ofrezco para reuniones, botaduras de barcos, bodas y funerales. Ah, erzähl mir nichts, man muss... Oh Gott. Man muss gar nicht hinterherjagen, die landen irgendwann. Okay. Habe ich mir gemerkt jetzt. Danke für die Info. Oh. Habe ich es richtig oder habe ich es jetzt nicht richtig, dass es ruckelt gerade? Weil sonst würde ich mich mal ganz kurz zurücklehnen eben. Wenn es euch nichts ausmacht, natürlich nur. Okay, ich kann mich zurücklehnen. Ja, und da läuft das Spiel auch wieder. Eventuell, aber nur ganz eventuell, muss ich gucken, ob ich vielleicht die Parts sogar so mache, dass ich ab sofort, statt dass ich sie schneide, einfach in solchen Momenten einfach den Part beende. Damit ich halt das Schneiden mir spare. Das ist aber Blödsinn, weil dann alle paar Sekunden ich dann immer raus und rein tappen müsste, um auch das wieder nachzuprüfen. Ob es läuft, ob es nicht läuft, ob alles in 2D ist, also... Ich weiß es nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kram mir jetzt die Kiste, die hier ist. Und dann passt das schon. So. Okay, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, aber allmählich nervt das. Also, ja, hier, speichere doch mal fertig. So. Gottes Willen, meine Friese. So ätzend war das ja noch nie mit dem Speichern eigentlich. Also, soweit ich mich entsinne. So. Erzähl mir jetzt nicht, dass da oben auch noch zusätzlich, doch, da ist sogar zusätzlich noch das... Fragment. Ja, ist ja schön. Das macht ja die ganze Sache noch angenehmer. So. Dann haben wir auch das aufgedeckt. Oder / entdeckt. Und wenn ich den Gerüchten glauben darf, kann, tu, dann kann man hier irgendwie, nicht so, auf jeden Fall nicht so, aber irgendwie anders halt über die Mauer kommen. Ich bin, aus irgendwelchen Gründen hat er sich nicht mehr festgehalten. So, Aussichtspunkte haben wir abgehakt und Notenblätter haben wir abgehakt. Ah, okay. Es gibt also diesmal eine offizielle Anzeige. Wie ich die aber aufrufen kann, keine Ahnung. Nur so nebenbei. Aber heißt schon mal, hier haben wir keine Notenblätter mehr und auch keine Aussichtspunkte übersehen. Und somit brauche ich das schon mal nicht mehr überprüfen. So. Da wollte ich eigentlich gerne so übers Eck springen, hat er wieder nicht gemacht. Debe de haberse escapado de algo. Pero qué? Está bien. Hallo?
Danke. Klingt aber auch irgendwie nicht viel mehr, ne? So. Ah, okay, aber man sieht auch immer Übersicht 18 von 20. So, da hinten ist noch ein Fragmentstück. Ja, okay, das war halt jetzt abzusehen, dass ich da zu hoch hüpfe. Ah. 13 von 15. Ja, dann komm, dann machen wir das hier eben noch voll. Na, passt das auch. Ja, das muss so passen. Ja klar, ich drücke E, was macht er? Er hängt sich da erstmal noch ran, ne? So, da haben wir das Fragmentstück. Hoppla. So, Kiste ist davon auch eine. Links haben wir aber das letzte Fragmentstück. Das wird irgendwo da oben sein, höchstwahrscheinlich. Ja, da ist es auch schon. Und ja, ich weiß, dadurch, dass ich jetzt dabei bin, meine Spiele auf 100% zu bringen, dass dann dementsprechend die Let's Plays auch länger werden. Mal abgesehen davon. Aber immerhin, ja, bin ich dann immerhin auch länger in diesen schönen Welten drinne. Also, mit anderen Worten, man sieht auch mehr hiervon. Hallo, ich... Danke sehr. 19 von 20. Jetzt bräuchte ich mal ganz kurz die Karte, es tut mir leid. Hoppla. Okay, irgendwie kann ich es nicht genau setzen. So, das ist die letzte Seite sogar da unten in dem Bereich. Gut, dann ab dafür. ¿Qué diablos está haciendo? ¿Ha perdido la razón? Se ha dado un golpe en la cabeza. Si pasa cualquier cosa, nos creen responsables. Das ist wieder so eine Dachkiste, alles klar. So. 20 von 20. Und jetzt noch die letzte Seite, die war irgendwo weiter in die Richtung noch. Genau da drüben, ich sehe es schon. Ja, ja, bla bla bla, du mich auch. Halt! So, und da war das letzte Manuskript. Weil das mir anzeigt. Da. Ja, so. Voynich Manuskript Platt 34. Ja.
Könnt ihr euch natürlich auch selber nochmal durchlesen. 2, 3, 4 Seiten, da müsst ihr wissen. Manuskripte, die wurden irgendwann nach 1705 aus dem Besitz von Peter Buckford gestohlen. Ja, bedeutet klar. Okay. Also wenn ihr das lesen wolltet, bitte sehr, ich habe es lang genug offen gehabt. Meines Empfindens zumindest. Ich sehe jetzt nur noch eins zu. Und zwar, dass ich mich von dannen mache hier. Ah, das wird noch richtig lustig. Vielleicht rennt mir eine ganze Armee hinterher. Hi! Flanqueado! Más deprisa! No lo perdáis! Wieso ist er so schnell? Gottes Willen. Danke sehr. So. Jetzt bin ich natürlich vom Ziel eigentlich weggerannt, ne? Aber ich kann mal was ganz Fantastisches machen. Und zwar einmal. Und das mache ich jetzt. Huch. Das mache ich jetzt einmal schnell. Sonst war es ja immer so, dass man begrenzt ist auf einen Bezirk, auf ein Gebiet, auf einen Bereich. Hier ist es nicht so. Dazu kommt noch. Da konnte man nicht irgendwie. Okay, hier können wir nur untertauchen. Auf dem offenen Meer können wir wahrscheinlich aber auch unterschwimmen. Okay, Moment, ich will mal hier das mal einmal ausprobieren, wie das so ist. So, sehr schön. Und das ist auch praktisch. So, dann haben wir das auch mal gemacht. Ist auch mal schön zu sehen. Ja, und... Huch. Ich will mal was wissen. Ah, sie haben schwimmen gelernt. Neues Achievement erhalten. Sie haben schwimmen gelernt. Nein, keine Ahnung. Okay, heißt, sie sterben nicht mehr im Wasser. Schade, heißt, es geht nur bis Liberton, Leute. Danach können die NPCs auch schwimmen. Also, wenn ihr dachtet, okay, wir schubsen sie weiterhin ins Wasser und dann haben wir die Mission leicht. Schicht im Schacht, Leute. Ab sofort kann man sie nicht mehr im Wasser loswerden, solche Wachen. Ob sie einen hinterher schwimmen, weiß ich allerdings nicht. Ob man aus dem Wasser attackieren kann, weiß ich auch noch nicht. Aber immerhin können die schwimmen. So. Ja, wisst ihr was? Ich will hier einmal das versuchen. Auch wenn ich wahrscheinlich total verkacken werde. So. Da ist die Alarmglocke. Da muss ich irgendwie hin, ohne bemerkt zu werden. Ja, ich muss mir eine Taktik überlegen. Estupendo.
Okay, da läuft da drüben so eine große Kurve, ne? Ich darf den Schützen da oben nicht vergessen. Der macht mir natürlich auch noch ein Problem. Das heißt, in der nächsten Runde, wenn er jetzt einmal rum ist, muss ich da ans Gebäude sprinten. Also ich meine den Schützen da oben. Der ist, glaube ich, relativ wurscht, der realisiert mich gar nicht so schnell. Oder wird mich nicht so schnell realisieren, aber der Schütze da oben muss halt eine Drehung machen. Genau. Jetzt muss ich hier noch einmal kurz warten. Der Herr dreht sich nämlich auch gleich weg. Ah, Moment. Okay, okay. Passt. Okay. Da haben wir welche. Und eigentlich muss ich jetzt den da wegschaffen. Oh, passt. Sehr schön. Dann noch sabotieren. Gut, jetzt kann schon mal kein Alarm mehr geschlagen werden im Fall der Fälle. Das heißt, ich kann jetzt auch ein bisschen unvorsichtiger werden. Naja, versuch's ruhig. Weil jetzt kein Alarm geschlagen werden kann, habe ich den Vorteil, dass ich hier einfach ganz seelenentspannt agieren kann. Und vor allem ist das auch ein gutes Training dafür. Ah, ich muss noch einen Schritt nach vorne gehen. Okay, weiß ich Bescheid. Irgendwie hat das mir ein bisschen sehr lange gedauert. So, ich bin nun auf Nummer sicher gegangen. Somit. So. Jetzt die Frage, was hat es mir eingebracht? Hier muss ja irgendwas sein. Nicht? Das kann doch jetzt nicht umsonst gewesen sein, oder? Ach, verdammt ich doch eins. Ja, so, da ist ein Fass. Holst du? Ne? Okay. Gut, dann haben wir halt auch hier wieder Zeit verschwendet. Es tut mir leid. Aber dann haben wir das auch schon mal gesehen, wie man sowas macht. Also ganz klar, ganz wichtig ist halt hier sofort die Glocke zu sabotieren. Weil ich natürlich auch empfehlen kann, ist unter anderem natürlich so. Aber ja, Gefahr ist, dass dann Alarm sofort ausgelöst wird. Aber lieber ein bisschen herumschleichen, ein bisschen herumexperimentieren. Und dann gibt sich das von ganz alleine. Gut, ich würde sagen, Part ist höchstwahrscheinlich schon wieder lang genug. Ich tapp ungern raus, aber ich muss es mal kurz machen. Oh ja, 35 Minuten. Dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle Schluss. Codierungsfehler habe ich schon wieder als Info da stehen gehabt. Ich glaube, ich sollte mal OBS auch irgendwann mal updaten, allmählich wieder. Könnte nicht schaden. Und ich würde sagen, somit beende ich den Part hier an der Stelle. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao.